Ja, Mann, 7 Uhr, 6.30 Uhr aufgestanden, ich bin total wach. Ich fühl's aber. Mein Ziel, meins ist, das war keine Gefühle im Kopf und die Bullen, sie lauern herum. AT5 ist auf Luft, jede Schei, ja, sie guckt, dieses Leben blüht und sich übernommen. Es ist Anthony MX, der an der Kamera sitzt. Fresheste Picks für den Panama Drip. TA Technics, miesester Shit. Komm und steig mit ein in die 1, die meins klickt. Was geht, Digga? Herzlich willkommen. Neues Video, LC171 ist am Start. Tonis neues Motorrad. Ein schönes Stück Technik. Meine Mopeds sind auch drin. Minibike ist wieder am Start, Freunde. Also auf jeden Fall miese Session. Freunde. Wir sind Navi schon angemacht. Sehr gut, also fahre ich dir hinterher. Ja. Gut. 120 mit Hänger ist okay. 140. 140, optimal. Ramon, liebe Grüße an der Stelle. Ja, wir fahren heute zum MSC Burg Eisenhardt, also nach Reetz. Mega, mega geil. Ein paar Leute von uns sind auch da. Jonas da, Erich ist da. Ich glaube, Mini kommt auch. Wird auf jeden Fall fett. Ich hab Bock. Und ja, kauft Merch, Blatt. Bis gleich. Hey, Toni. Mein Motorrad steht übrigens trocken. Na, Pecha. JD, Alter, what's poppin'? Daune. Arm vom City, Alter. Ja, wir sind jetzt angekommen, ich zieh mich jetzt um. Ist mega voll hier. Aber wir haben ja 2017, also wo noch. Ich glaube, irgendwann mal gehört zu haben, dass bald Corona kommt. Das ist eine Verschwörungstheorie. Hier auf jeden Fall noch nicht. Und wir setzen jetzt das Bike. Toni ist auch schon am Ausladen und dann geht's gleich los. Hättest du das mal gefilmt, ey? Ey! Guck mal, das ist kein Roxen, Alter. Von der HRC. Ja, das dauert noch. Am Anfang. Guck mal, der ist vorbereitet, der hat Red Bull dabei. Na klar, bist du dreimal schneller. Ja. Ich hab vorhin Keynes getrunken, der gar nicht so mitgekippt. Armpump und so, ne? Und jetzt ohne, ist, mit Red Bull ist direkt. Ja, klar, Digga. Was sagst du? Das ist übrigens meine Freunde. Ja? Wird sich selber vorstellen. Mach dich raus, Julian. Verpiss dich, du ziehst dich in deine. Ich zieh mich hier um. Nee, nee, nee. Digga, weißt du, wie kalt es draußen ist? Das ist dein. Geh mal raus hier, Julian. Wenn Anthony am X an der Kamera steht. Toni hält die Mische wieder schief. Ja, na logisch. Ja, Mann. Das ist, Freunde, der Typ, der den Intro-Song gemacht hat. Boys and Girls. Ich bin der Spasti. Aua, Dick! Sag mal! Naja. So, angezogen, wir gehen jetzt auf. Wir sehen uns jetzt auf dem Track. Nee, hard. I've been out for a few nights. I'm doing this for a new life. Get my eyes shut for a new sight. Pillow putting you down. Go ahead, say fuck that too, right? Worried about what's ahead. Worried about never getting that bread. Worry is constantly stuck in my head. So worried it's harder to sleep in my bed. I've read all of the comments you said. Got me forgetting the things that I dread. Trying to hope that I'll finally make it. Taking a jump in my fall, you might break it. I faked it, pretending I'm somebody else. Traded my passion for some of the wealth. Hated the fact I was losing myself. This pen and the paper, the way that I dealt. Like what are the options when nothing is changing? Be so much more than just somebody famous. Give them a reason for standing ovations. I'm patient, I'm loving the journey. Wie ist die Strecke? Geil. Geil. Also anspruchsvoll, aber macht richtig Spaß. Aber ich sehe Toni die ganze Zeit schon gar nicht mehr fahren. Ich glaube, der ist gerade jetzt noch rausgefahren. Da hinten kann er mit Matschek. Stabile Nummer, Digga. So, jetzt hier mal ein bisschen Service. Ja, Digga, Staub trocknen, Bums. Und dann geht's gleich wieder auf Track. Du lässt dir gut gehen? Oh, Digga, du hast eisblaue Augen. Gerade, voll schön. Chayas? Chayas. Chayas. Ist jetzt aufgestockt hier, Kamera-Setup? Ja. Wo ist Toni, Alter? Der hat keinen Bock mehr. Guckt euch den Ass an, Alter. Guck mal, er hat wieder die Polenjacke an hier. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Genau, bin enttäuscht. Glaubst du mir jetzt, dass er nicht mehr filmt? Du filmst auch nicht mehr alleine. Ja, weil er jemanden hat.
Ja, such dir einen. Lukas, hast du Bock? Und du bist jetzt mein neuer bester Freund. Ohne Nummer. Ja. Insgeheim war ich das eigentlich. Auf der Kawa. Lukas tauscht da hinten immer die Mokus. Immer der gut aussieht, das bin eigentlich ich. Ja. Soll mir der Blick jetzt irgendwas sagen? Digga, trinkst du nicht mal aus? Meinst du schon leer? So, Freunde. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf meinem Kanal Motocross als GoPro filme. Du siehst echt wunderschön aus. Ja, ist einfach nur mies kalt. So, erstmal 10 Minuten kicken wieder. Hoi. Das ist aber echt wild, das Ding. Ist es an? Ja, ich glaube. Links rot? Ja. Du merkst das Teil einfach nicht mehr fahren. Das ist so krass, Alter. Man macht es auch richtig rein, dann geht es nicht kaputt. Oh, ah, ah, oh, Digga. Oh, Digga. Muss ich aufpassen, dass die Rolex nicht nass wird hier. Echt? Ich hab's leider nicht drauf, ich hab's im Augenwinkel gesehen. Aber ist alles gut? Ja. Verpiss dir doch, Alter! Genau neben mir, ja? Ja. Ach nö! Yeah.
Digga. Ich hab nichts. Es ist so ein Schmierfilm hier drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Du siehst nichts. Was machst du denn hier, Lukas? Schönen guten Tag. Was ein Zufall. Hey! Grüße! Grüße! Wo kommst du denn her? Da ist die Cam. Was ein Zufall. Ein schöner Aufkleber auf dem Handy. Kein Problem. Aber du hältst. Ja, ist falsch um drauf. Ja, oder hält einfach nur das Handy. Wollen wir jetzt über mein Handy reden oder wollen wir jetzt über die Strecke reden? Was? Wollen wir jetzt über mein Handy reden oder über die Strecke? Ja, schlecht gefahren, viel gelernt. Genau. Ja. Toni hat das Handy abgewippt. Auf dem fahrenden Sofa, oder? Statement des Tages? Was? Statement? War ein geiler Tag, Digga. Ja. Ich dachte echt, es wird komplett hier Weltuntergang und Strecke scheiße. Aber selbst jetzt nach dem ganzen Tag fahren, die Strecke ist echt dringend gut. Also fetzt hier auch. Die könnten mal ein paar Tables einbauen. Die sind alles in so einem Wegschluck. Oder richtig rumschieben. Wollen wir hier nochmal abwippen oder? Das ist zum Ende immer richtig ja, gut. Ja, das ist immer so. Zum Ende ja, jetzt hänge, Digga. Zum Ende noch mal Sachen machen, die man eigentlich ganz gut. Dass LC171 nicht wippen kann. Es ist so, Digga. Toni hat jedes Mal gesagt, nee, Mann. Nicht nur ich hier. Ja, es ist einfach, ich kann es einfach nicht, Digga. Wir können da ruhig ehrlich sein. Digga, ich hab das Gefühl, ich leg das Motorrad komplett schräg, Alter. Ist ja immer so, Mann. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich nächste Woche wieder in einem krassen, vollwertigen MX-Werk. Und wir sehen uns an der Bierkiste. Und wir sehen uns jetzt an der Bierkiste. Noch schön einen reinzünden, also wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, let's go. Cheers.